Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 4, der 100 Baby Challenge. Ja, unsere liebreizende Candy wurde verbessert. Sie ist ein verbessertes Wesen. Nein, ja, wir haben sie umgestylt, die gute Candy. Und jetzt sieht sie sogar richtig nice aus, wenn sie in die Vampirform geht. Ich kann euch das ja mal vielleicht nicht unbedingt in ihrem Schlafoutfit demonstrieren, sondern in ihrem Alltagsoutfit. Und so sieht sie normal aus, getarnt als liebevolle Sterbliche. Und dann in ihrer dunklen Form wird sie zu einer, wow, zu einer Vampir-Diva. Sodass sie keiner mehr erkennen kann und niemand weiß, was ist los mit ihr. Aber egal. Ich finde, sie sieht mega geil aus. Sie hat riesige Glubschäugelchen von mir bekommen in Katzenform. Einfach, weil ich das so cool fand und weil ich es auch so unbedingt mal ausprobieren wollte. Wer klingelt mich denn hier an und legt dann immer wieder auf? Was soll denn das? Diese Leute, die nachts hier anrufen. Aber es ist nachts. Wir sollten in die Stadt ziehen. Und schauen, ob wir genug Leute massakrieren können. So, ja, ich werde übrigens unserer Candy einfach mal die Vampirbestreben geben. Yeah, Vampirbestreben. Das finde ich so nice. So, Meister Vampir geben wir direkt mal. Baboom, bam. Baboom, bam. Baboom, boom, bam. So, sehr schön. Wo ist mein da? Bin ich schon? Ah, ich bin da. So, und dann werden wir hier direkt mal einmal Halluzinationen verursachen. Bei den Kindern können wir anscheinend gar nichts machen. Doch, Halluzinationen verursachen. Wir werden alle Halluzinationen verursachen. Und dann werden wir hier auch noch ein bisschen süffeln. Nicht süffeln, süppeln. Ja, ich weiß, der eine ist weggelaufen, das ist nicht schlimm. Wie? Wie? Es ist doch dunkel. Oh mein Gott, wir müssen schnell wieder nach Hause. Aber es ist doch Nacht. Wir haben 19 Uhr. Wo ist mein verdammtes Haus? Nicht, dass sie gleich in Flammen aufgeht. Schnell dahin fliegen. Das verstehe ich doch gar nicht. Wir haben doch, es ist doch... Hä? Es ist Nacht. Es ist doch dunkel. Jetzt 20 Uhr. Jetzt müsste es gehen. Dann gehe ich nochmal zurück. Die denkt auch so, oh mein Gott, was ist mit denen los? So. Okay, jetzt aber. Wir wollen hier Plasma trinken. Und zwar ausgiebig. Wir sind total ausgehungert. Gib mir dein ganzes Plasma. Schau mir in die Augen, Kleines, und gib mir dein ganzes Plasma. Nam, 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 nam. Schlürf, schlürf, schleck, schleck. Nam, 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 nam. Oh ja. Oh, das wird gut. Oh, das schmeckt. Seltsamer Durst. Noch 5 Stunden. Oh, ich denke mal, sie wird sich dran gewöhnen. Wir sind doch der einzige Stadt. Und sie ruft hier schon direkt um Hilfe. Und so wie sie aussieht, kann sie ein paar Halluzinationen vertragen. So, tut mir leid. Boah, ich mach die ganze Stadt kaputt. Und die wundern sich alle so, oh, was ist hier los, ey? Ist das ansteckend? Hoffentlich nicht. Okay, ich glaube, wir haben für den Moment haben wir genug Unsinn gemacht. Ich suche immer mein Haus. Haus! Da ist es ja. Sehr schön. Okay, dann fliegen wir mal wieder zurück. So, verzeiht den kurzen Schnitt an dieser Stelle. Jetzt geht's auch schon weiter. Da ist schon wieder hier, da ruft schon wieder jemand an. Nein, Timmy, lass mich in Ruhe, Timmy. Ist okay, Timmy. Was machen wir denn da jetzt noch? Wir plaudern anscheinend noch. Ich meine, wir werden ja eh nicht müde, ne? Warum sollten wir auch nach Hause gehen? Ist ja auch viel zu langweilig. So, hier, von dir wollte ich doch auch ein normales Leben zurückdenken. Nee, brauchen wir nicht. Wir lieben das Leben.
Dieser Sim hat es kürzlich abgelehnt, angezapft zu werden. Wie kann er das denn ablehnen? Ich kann die doch alle verzaubern. Hier. Zu einem kleinen Trunk nötigen. Nee, Zombies gibt's noch nicht, Candy. Wir kriegen auf jeden Fall recht schnell unser Level, wenn ich sie ja alle verzaubere. Genau so levelt man das Ganze nämlich. Du hast den Falschen genommen. Ich habe das doch bei ihm hier gesagt, oder nicht? Egal, die haben nichts gesehen, die haben alle Halluzinationen. Ach, sie ist auch wieder aufgestanden. Hör mal, du hast auch ganz schön zugelegt, kann das sein? Solltest auch mal mehr Sport treiben. So, und sie wird jetzt auch noch hier... Sie kriegt jetzt auch noch hier Halluzinationen verpasst. Oder auch nicht, weil sie weg ist. Sie ist schon weg. Nee, gar nicht wahr. Hier läuft sie doch. Wo rennst du denn hin? Ja, so kann man es auch machen. Hast nicht getroffen. Warte, nochmal, nochmal. Ach nee, sie hat doch getroffen. Alles klar. So. Was können wir noch machen? Noch mehr Ärger machen, noch mehr Halluzination. Hier, er auch. Er kriegt auch noch Halluzinationen verursacht. Und dann haben wir hier gleich unser Level. Yeah. Oh nein. Uns ist der Saft ausgegangen. Verdammt. Nochmal. Komm. Ah, ich glaube, sie ist so langsam richtig fertig, wa? Wenig Energie. Ich glaube, sie muss sich ausruhen. Nickerchen machen. Tatsache, sie muss sich tatsächlich ausruhen. Oh, okay. Dann mach du mal ein Nickerchen. Ist okay. So, was ist mit meinen Kiddies? Was ist los mit dir? Du bist da am Essen. Okay, wenn du fertig bist mit Essen, gehst du wieder schlafen. So, und du bist... Moment, bei dir müssen wir jetzt auch mal eben gucken, dass du da fertig wirst. Dass du fit bist vor allem. Ich würde sagen, wir legen dich ja auf jeden Fall nochmal schlafen. So, dann bist du nämlich auch nochmal schlafen. Dann sind alle nochmal schlafen. Und da du ja sowieso jetzt fertig bist, würde ich sagen, fliegst du mal hier hin. Und dann gehst du auch schlafen. So. Und dann kannst du auch schlafen gehen. Du brauchst neue Vampirenergie, Mensch. Neue Vampirenergie brauchen wir. Wir machen so viel Unsinn mit unserer Candy hier. Candy der Vampir. Achso, das können wir dann auch noch machen. Dann hat sie das Bestreben auch erfüllt. Ein neuer Tag, neues Glück und ich glaube, Jani muss auch heute arbeiten gehen. Yippie! Und dann wird das hoffentlich endlich mal schaffen, befördert zu werden. Ansonsten weiß ich auch nicht. Morgenübelkeit haben wir. Ja, okay, das ist ja jetzt nicht so tragisch. Ich würde sagen, ich werde jetzt nicht um 2 Uhr nachts da anfangen, Orgel zu spielen. Aber wir können die Vampirbücher mal kaufen. Nee, Moment, das habe ich schon gekauft, oder? Das müsste sie doch irgendwo haben. Irgendwo. Irgendwo in den Weiten dieser Wohnung liegt ein Vampirbuch verborgen. Oder ist es hier im Bücherregal? Ha, da ist es. Ich habe es gefunden. Sehr schön. Dann würde ich sagen, lesen wir das doch einfach mal weiter. Dann können wir irgendwann Knoblauchkettchen machen und so weiter. Aber dafür bräuchten wir eine Knoblauchpflanze. Tja, ich sag's ja, es wird wahrscheinlich doch Zeit, dass wir mal wieder raus aus der Stadt ziehen. In ein gemütliches Häuschen. So, du hast Hunger. Nimm dir was zu essen. Hier steht schon was bereit. Plasmabeutel entdeckt. Wuhu. Oh, sie hört Nachrichten, wa? Ja, Stadtgespräch. Ja, meinetwegen, hör dir halt Stadtgespräche an.
So, Jani isst jetzt was Leckeres. Wann musst du los? Um 10 Uhr. Und dann bist du jetzt schon wach? So, meine Kleinen sind noch schön am Schlafen. Da können wir dann auch mal. Oh, hier hat einer gleich Hunger. Einer muss gebadet werden. Und zwar du hier. Du musst gebadet werden. Dann würde ich sagen. Dann würde ich sagen. Nee, das würde ich nicht sagen. Dann würde ich sagen, du stehst jetzt mal auf. Du bist eh schon fit. Schnappst dir was zu essen. So, dann der nächste. Du musst aber auf jeden Fall gebadet werden. Bist aber auch voll mit der Energie. Würde ich nämlich sagen, wir wecken ihn jetzt auf und dann fangen wir an, ihn schon mal zu baden. Danach müssen wir dann die kleine Watschelente Dominik hier baden. Und dann mal gucken, was unser Dennis so braucht. So, wir müssen ihn baden. So, und er muss auch gleich gebadet werden. Oh Gott, er ist voll der Stinky. Stinky! Ein Stinky! Wir haben hier ein Stinky! So, er wird direkt gebadet. Hier vorne, er fängt auch schon an zu stinken. Der wird dann als nächstes gebadet. Ja, das ist schon anstrengend, wenn man drei kleine Kleinkinder hat. Oh. Na, Hauptsache, er hat Spaß. So, Jani, was brauchst du denn noch? Ich würde auch sagen, du gehst auch mal eben hier schon mal duschen und zur Toilette. Dann bist du auf jeden Fall vollkommen bereit für deine Schicht gleich. Und ich will hoffen, dass du befördert wirst. Dann haben wir nämlich dieses Bestreben hier endlich geschafft. Das wird so super. So, Alexander ist wieder sauber. Dennis ist noch am Schlafen. Und Dominik ist als nächstes dran. Der wird jetzt als nächstes gebadet. Der ist auch gerade fertig geworden. So, baden, baden, baden. So. Hoffentlich macht sie das jetzt. Absetzen. Du sollst ihn aber baden. Er sitzt gerade auf dem Töpfchen, das ist schön. Frisch gebadet, kann er jetzt erstmal die Blase entleeren. So, danach kommt Dominik dran. Der muss dann auch aufs Töpfchen. Alexander ist auf dem Töpfchen. Dennis muss noch nicht aufs Töpfchen. Nee, Moment mal, Dominik ist ja gerade in der Wanne, ne? Ach nee, Dennis kommt danach dran. Genau, Dominik ist jetzt dran, Dennis kommt danach dran. Okay. Gut, gut, gut. So, wenn du da mal fertig wirst, ja, dann kannst du gleich deine Fähigkeiten verbessern gehen. Die Töpfchenfähigkeit hat er ja noch gar nicht auf 3, aber er ist gut dabei. Er ist gut dabei, das mal zu erlernen, auch wenn das wirklich verdammt lange dauert. So, Kommunikation hat er sogar schon auf 4. So, du bist fertig. Dann würde ich sagen, du gehst jetzt auch aufs Töpfchen. Genau. So, du bist ja auch fertig. Dann würde ich sagen, du lernst Bewegung auf 3 hast du. Kommunikation auf 4. Dann würde ich sagen, du machst mal hier Bewegung, damit du die Bewegung fertig machst. Genau. Bewegung, Kommunikation und Töpfchen muss voll sein, hatten wir gesagt. So, wie schaut es bei dir aus? Du kannst noch ein bisschen schlafen. Du sitzt da noch auf dem Töpfchen und wenn du damit fertig bist, dann kannst du hier stapeln. Oh ja, Töpfchen erst Level 1. Dann kannst du. Eigentlich ist es egal, was er da macht. Kommunikation könnte er auch machen. Na, ich würde sagen, er kann dann stapeln.
So. Perfekt. Jani geht super. Der muss gleich zur Arbeit um 10. Ja, es dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen. Eleanor ist am Aufräumen, das ist schön. Und gleich wird unser Dennis wach, dann wird er nämlich auch noch gebadet. Alle müssen baden hier. So, was willst du jetzt machen? Du willst mit ihm reden? Na gut, mach dir das mal. So, Candy, wie schaut's bei dir aus? Ah, die Energie ist wieder voll, das freut mich. Das freut mich sehr. Die Hygiene geht so langsam runter. Würde ich sagen, kannst du mal aufstehen jetzt, kannst du mal duschen. Und ja, vielleicht kann sie ja auch mal ihre Form wieder wechseln. Dunkle Form wieder verstecken. Dann sieht sie hier wieder normal aus und wenn sie dann rausgeht, dann geht sie wieder in der dunklen Form raus. Das ist eine gute Idee. So, genau, da wird auch sauber gemacht, das ist super. Und er geht jetzt hier mit den Klötzchen spielen, hoffentlich. Sehr schön. So, Kinder sind fröhlich. Das freut mich. Ja, das sieht doch gut aus. Hier Kommunikation hat er schon auf 4. Ach, das ist doch super. Er hat aber schon wieder Hunger langsam. Apropos Hunger, dann würde ich sagen, wir stellen einfach mal noch ein Mittagessen hier hin. Schon mal in weiser Voraussicht, dass selbst zur Mittagszeit die Kinder irgendwann wieder Hunger haben. Und dann hier die Partygröße. Ich benutze die Stühle sehr selten, ne? Aber es ist halt auch immer so umständlich und dauert länger, als wenn ich einfach zu den Kindern sage, geht selbst hin. Oh, da ist jemand wach geworden. So, jetzt ist Eleanor natürlich gerade am Kochen. Dann muss er halt ein bisschen warten und dann wird er gleich gebadet. So. Telefon. Ich habe gehört, dass in der Stadt ein Zirkus ist. Ja, okay, da gehen wir hin. Machen wir dann heute Abend. So, meine Lieben, dann werde ich allerdings jetzt an dieser Stelle erst einmal einen Cut machen. Wir sehen uns dann in einem neuen Part bald wieder. Bis dahin. Tschüssi!